Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022, gesundes neues Jahr. Und wir begrüßen heute im Podcast Defi.jetzt den Roland Stadler. Hallo Roland. Hi, grüßt euch zusammen. Hi Roland. Und natürlich nicht vergessen meine beiden Mitstreiter Thor und Mario. Hallo. 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 Ja, ich fange mal an, Roland. Wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr im Oktober bei der Veranstaltung von dem Titus Gebel zu den Free Private Cities. Da hattet ihr eure Firma, da kommen wir dann noch dazu, einen Stand. Und ich habe dort auch euer Produkt kennen und mittlerweile lieben gelernt. Und darum soll es heute auch gehen. Sag doch mal kurz was zu dir und stell doch mal dich selbst und deine Firma vor. Gerne, mache ich. Schön, dass ich hier sein darf. Wie man unschwer hört, ich bin Schweizer, mit dem komischen Akzent aus dem Süden. Ich bin Informatikingenieur, habe Anfangs 2000er Jahre einen Bachelor gemacht, mittlerweile einen Master of Science in Digital Currencies, habe in der Berufswelt früher als Unternehmensberater bei Accenture gearbeitet, bei PricewaterhouseCoopers, musste dann aber irgendwann meinem Herzen folgen und habe bei Shift Crypto angefangen, als damals Spezialist für Bitcoin Full Nodes und durfte dort diverse Projekte durchführen. Das war so in den Tiefen des Bärenmarkts. Also es war jetzt nicht unbedingt die Geldgier, die mich dahin getrieben hat, aber es ist halt einfach unglaublich toll, wenn man als Beruf etwas machen darf, was man auch im Innersten machen will. Shift Crypto als solches kann ich vielleicht kurz noch erläutern. Wir sind ein Open-Source-Unternehmen mit Sitz in Zürich. Wir stellen Sicherheitshardware her für Kryptowährungen und unser Hauptprodukt ist die Bitbox Hardware Wallet. Die erste Bitbox, die kam so ungefähr, ich glaube, Ende 2015, Anfang 2016 auf den Markt. Also ist schon eine ganze Weile her, im Kryptobereich schon fast ein paar Jahrzehnte. Und unsere modernste Hardware-Wallet, die Bitbox Node 2, die ist heute unser Hauptprodukt. Die kann eigentlich alles, was man so im Bereich Bitcoin, Ethereum, Cardano etc. braucht. Und dazu haben wir natürlich diverse Accessoires, die das Leben des Krypto-Nerds einfacher machen, für Backups, für die sichere Aufbewahrung. Aber im Herzen sind wir wirklich dem Open Source verpflichtet. Alles, was wir tun, ist Open Source, Hardware, Software. Und am Ende geht es darum, Sicherheit made in Switzerland für jedermann erschwinglich zu machen. Okay, gleich noch zwei, drei Fragen. Ich hatte ja auch mal mit Kollegen von euch Kontakt bezüglich Bitcoin, Testament und Hardware-Wallet-Führer. Kommen wir ja nachher auch noch mal kurz drauf. Du hast gesagt, du hast digitale Währungen studiert in Nicosia. Ja, genau. Ah, okay. Und vielleicht erzähl noch mal ein bisschen deinen ersten Zugriff zu einem Computer und wie bist du dann zu Krypto gekommen oder wie bist du überhaupt zur Entscheidung gekommen, in Nicosia digitale Währungen zu studieren? Puh, erster Computerzugriff. Ich glaube, das war damals mit einem super hochgezüchteten 386er. Wing Commander ist kaum gelaufen. Muss man noch EMM 386 bis paar Kilobyte RAM freischaufeln. So richtig losgegangen ist es natürlich dann später. Ich hatte auch mal eine eigene Computerfirma, aber das war so eine Feld-, Wald- und Wiesenfirma, bevor ich dann studiert habe. Also war schon immer ein bisschen unternehmenslustig, was das angeht. Und natürlich mit dem Internet, mit dem ganzen Networking ist es dann alles wirklich explodiert und hat auch zu skalieren angefangen. Alles andere vorher war ja mehr so selber basteln, aber man konnte es nicht wirklich mit der Welt teilen. Und jetzt, wo alle Projekte Open Source sein können, man kann mit Mitstreitern aus der ganzen Welt kollaborieren, da kommt erst so die richtige
die richtige Schlagkraft hinten hervor. Und Krypto ist eigentlich unspektakulär. Ich habe wie viele leider erst beim dritten Mal, als ich von Bitcoin und Co. gehört habe, dann mich damit ein bisschen intensiver beschäftigt. War aber immer noch früh genug. Hatte dann so 2016, 17 meine Trading-Phase. Die hat mich auch ein paar graue Haare gekostet. Damit habe ich aufgehört. Heute bin ich eher konservativ unterwegs. Aber mit konservativ heißt es, dass ich mein Gehalt teilweise in Bitcoin beziehe etc. Also wahrscheinlich für meinen für einen potenziellen Portfolio-Manager immer noch ziemlich aggressiv. Aber Trading und so ist nichts für mich. Da habe ich zu schwache Nerven. Du bist also ein klassischer Hodler, ja? Würde ich so sagen, ja. Ich war es mir mit der Zeit einfach leid, dass ich irgendwie nachts noch auf die Charts geguckt habe und dann in der Zeit, die ich eigentlich mit meiner Familie verbringen wollte, immer noch irgendwie irgendwelche All-Time-Highs im Hinterkopf hatte oder muss ich jetzt oder soll ich jetzt? Irgendwie ist dann die Zeit auch zu schade dafür, weil 150% ist dann auch okay, es muss nicht unbedingt 170% sein in einem Jahr. Also ist deine Zeitpräferenz jetzt hast du ein bisschen verändert, ja? Definitiv. Sehr gut. Wann hattest du den ersten Kontakt mit Bitcoin und wann hattest du studiert in Nikosia? Also meinen ersten Kontakt eben hatte ich so ein bisschen sporadisch on and off, so ein bisschen in die Öffentlichkeit getreten bin ich mit einem privaten Projekt von mir, dem Raspi Bolt, einem der ersten Full Notes auf einem Raspberry Pi, das war 2017. Ich glaube, das war so das erste Projekt, das ein Fullnode auf einen Raspberry Pi aufgesetzt hat. Da war ich noch dann bei PricewaterhouseCoopers, auch digitale Rolle hatte ich inne, aber die nichts mit Krypto zu tun hatte. Und ich habe dann mit dem Master of Science angefangen, noch in der Zeit. Und dann irgendwann hat sich aber die Chance eröffnet, bei Shift Crypto mich zu verwirklichen. Und da war dann der Master auch nicht mehr so ganz so wichtig. Der war eher aus der traditionellen Denke heraus so fürs Fortkommen entscheidend. Aber natürlich, was man anfängt, bringt man dann auch zu Ende. Das kenne ich. Zu spät, jetzt in Anführungszeichen, erst sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Man hört immer, man hat immer davon gehört, ja, und dann irgendwann muss es dann mal soweit sein, ja. Ja, danke. Ich glaub, da muss man wahrscheinlich einen inneren Frieden damit schließen. Ja, das stimmt. Solange es keine Zeitmaschine gibt, sind wir dort, fangen wir dort angefangen, wo wir angefangen haben. Genau. Jetzt sind wir ja der Podcast DeFi.jetzt. Was ist denn deine Definition von DeFi? Wie soll ich das sagen? Ich bin definitiv nicht der DeFi-Spezialist. Ich komme aus der Bitcoin-Ecke. Ich finde diverse Projekte aber sehr spannend, wobei ich mich halt schon wirklich auf Bitcoin fokussiere und schlichtweg nicht mal dort up to speed bleiben kann, geschweige denn noch die anderen Projekte auch noch zu verfolgen. Da haben wir bei uns bei Shift Crypto auch andere Experten, die heute nicht am Start sind. Aber die sind des Englischen nicht, des Deutschen nicht mächtig drum. Bin ich ja heute erklärbar hier. DeFi für mich insbesondere hat zwei Aspekte. Zum einen kann Decentralized Finance im weiteren Sinne natürlich das Finanzwesen, das zugrunde liegende Währungsmedium bedeuten. Das heißt, Geld zu dezentralisieren und eigentlich dem Staat aus den Händen zu ringen, das ist für mich eher Bitcoin, weil das ist halt einfach das Projekt, das es mit Nationalstaaten aufnehmen kann. Und eine andere Definition, wenn es dann eher um die Infrastruktur geht, die Finanzdienstleister, das Finanzsystem, so wie wir es heute kennen, da geht es dann natürlich eher in die Businessmodelle, in die Logik, in die Smart Contracts. Und da bin ich jetzt halt nicht so der Oberspezialist. Ich habe als Schweizer auch nicht unbedingt mein Beef, mein Zorn mit den Banken. Ich bin eher ein bisschen derjenige, der sich gegen den Staat selber auflehnt. Darum vielleicht auch eher mein Enthusiasmus für Bitcoin. Mhm.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, aber wir sind kein politischer Podcast. Gut, angenommen, du bekommst von uns 1.000 Euro. In was würdest du die tauschen, wenn du die Wahl hättest? Ich denke, bei mir ist es klar, ich würde für 1.000 Euro Bitcoin kaufen. Schlicht aus dem Punkt, weil mein Zeithorizont ist relativ lang. Ob das jetzt in einem oder zwei Jahren mehr oder weniger Wert hat wie eine andere Währung, spielt mir persönlich jetzt nicht so eine Rolle. Sagen wir jetzt Cardano, Solana, Ethereum, wie auch immer. Oder Dogecoin. Ich möchte aber die Gewissheit haben, dass es in 10 Jahren, 20 Jahren noch da ist. Und da bin ich als risikoaverser Hodler dann halt eher auf der langweiligen Seite, wenn man das so sagen darf. Ja, ich glaube, mit Bitcoin kann man es, da würde ich kaufen, liegen lassen, vergessen und mich irgendwann in ein paar Jahren freuen, dass es mehr ist. Hoffentlich. Oh, guter Ansatz. Kaufen und ab auf die Bitbox damit sozusagen. Genau. Okay. Oder wären die nicht mehr, Roland? Das sind es noch genauso viel. Ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin, das stimmt. Richtig, ja. Bloß immer die Frage, in was du das umrechnest. Das könnte sein, dass das dann irgendwie einen Wert verliert und dann brauchst du halt mehr Einheiten von dem, in das du das umrechnest. Ne? Ist immer eine Frage, von welchem System aus du das Ding betrachtest. Ne? Das ist korrekt. Und wir gucken ja vom Euro oder vom Franken auf den Bitcoin und dann steigt er natürlich vom Wert. Und beim Bitcoin, beim Gold ist es ja ähnlich. Ja, man kann natürlich auch sagen, dass eigentlich der Dollar in einem unglaublichen Bear Market ist gegenüber Bitcoin. Ja, über 90% verloren, dummerweise. Genau. Fast 100. Kommen wir aber gleich auch zur nächsten Frage. Du bekommst, oder nee, nicht, du hast jetzt die 1.000 Euro schon in Bitcoin getauscht, aber welche anderen Kryptoassets findest du auch noch gut und warum? Da muss ich sagen, kenne ich mich echt nicht so gut aus. Ich habe zwar einen Master, aber ich bin wirklich Bitcoin fokussiert. Ich glaube, dass es diverse Blockchains gibt oder die sich noch entwickeln werden, die sehr nützlich sein können. Wobei es sich für mich weniger dabei um Geld handelt, sondern eher um gewisse Use Cases, sei es für Banken, für Finanzdienstleistungen, für dezentralisierte Handelsregister oder was man auch immer darauf aufbauen kann. Aber das ist für mich nicht so das, was ich jetzt irgendwie momentan im Fokus habe. Eben, ich denke, es gibt andere bei uns, die sich dem mehr verschrieben haben. Ich nehme es lieber mit den Nationalstaaten auf. Okay, und mit Use Cases meinst du Anwendungsbereiche? Und jetzt vielleicht mal ein bisschen ganz konkret, dann können wir das Thema auch wechseln. Was hältst du von Cardano und Solana? Du hast ja schon mindestens einmal im Mund genommen gehabt. Klar. Muss ich sagen, kenne ich persönlich jetzt wirklich zu wenig. Ich glaube, ich würde mich da eher blamieren, wenn ich jetzt versuche, irgendwas mir aus den Fingern zu sagen. Okay, kein Problem. Was sicherlich noch spannend ist natürlich solche Privacy-Coins wie Monero etc. Da sehe ich schon den Use Case, ob das eine gute Investition ist, also ob das Geld als solches ist oder ob es da nicht mehr darum geht, halt das Geld, was ich halte, kurzfristig anonym in Monero zu tauschen, meine Geschäfte zu tätigen und es dann wieder rauszunehmen, das ist für mich so ein bisschen eine offene Frage. Also hält es auch den Wert oder ist es mehr eine Transaktionswährung? Vielleicht kannst du ja ein bisschen noch was zu eurer Firma sagen. Was macht Shift Crypto und welche Produkte bietet ihr im Detail an? Wie sieht eure Roadmap aus? Wie gesagt, Shift Crypto, wir sind in Zürich. Wir produzieren in der Schweiz. Unser Hauptprodukt ist die Bitbox 02 Hardware Wallet. Die gibt es übrigens in der Bitcoin-Only Edition mit minimalster Firmware für die, die wirklich nur Bitcoin halten wollen, oder in der Multi-Edition. Da sind dann auch weitere Coins und Token etc. werden da unterstützt. Das ist die Hardware-Wallet, um das dreht sich alles. Eine Hardware-Wallet ist ja eine Sicherheitselektronik, die erlaubt, die Kryptowährungen nutzbar zu machen, also sicher zu verwahren und nutzbar zu machen. Aber es gehört dann auch mehr dazu. Eine Hardware-Wallet ist nicht für die Langzeitspeicherung unbedingt gedacht. Dafür muss man ein Backup erstellen. Da haben wir diverse Optionen. Natürlich vom ganz Einfachen, die 24 Wörter aufschreiben. Das
kann natürlich einfach so geschehen. Oder man kann sich auch in die spezialisierte archivlaminierte Backup-Karten besorgen. Oder wir haben auch eine Steel Wallet, wo man sich die 24 Wörter in Stahl stanzen kann. Die kann ich dann irgendwo vergraben und sicher gehen, dass die auch in 100 Jahren noch lesbar ist, wenn die wieder ausgebuddelt wird. Das ist so das eine. Und dann haben wir natürlich einfach so weiteres Zubehör, das sich dann aber eigentlich alles um die Hardware-Wallet dreht. Alles andere, was wir machen, ist Open Source und gratis. Also wir produzieren Hardware, aber da gehört natürlich auch enorm viel Software dazu. Sei es für die ganzen Integrationen in Dritt-Wallets wie ADA Lite oder MyEtherWallet, Rabi, können wir vielleicht noch kurz drauf kommen später. Und natürlich auch unsere eigene, die Wallet, die auf dem Rechner läuft, das ist die Bitbox-App. Die gibt es für alle Plattformen und auch mobile. Das heißt für Android primär, da kann ich einfach die Bitbox ins Handy stecken und muss sie eigentlich gar nicht mit einem Rechner verbinden. Das ist so das, was wir tun. Und unser Ziel grundsätzlich ist es, die am einfachsten zu bedienende Hardware-Wallet zu produzieren. Und wir haben jetzt aktuell auch gar nicht so wahnsinnig viel bahnbrechende Neuigkeiten am Start für die nächsten 3 Monate, sage ich mal, sondern wir sind wirklich einfach kontinuierlich dran, auf unsere Nutzer zu hören, den ganzen Prozess noch einfacher zu machen. Wenn wir irgendwie im Support was feststellen, dass unsere Nutzer damit Schwierigkeiten haben, das setzen wir da an. Und ich glaube, wir sind heute schon die einfachste Wallet, aber es ist immer noch zu wenig einfach, weil am Ende so ist das Ziel wirklich, dass ich das Ding meinem Vater oder einen Onkel oder eine Tante in die Hand drücken kann und die kriegt dann das einfach aufgesetzt, ohne dass sie mich dann telefonisch belästigen muss. Also von der Einfachheit her muss ich sagen, bin ich schon jetzt einigermaßen zufrieden. Ich habe sogar meiner Frau, also wir sind beide über die 50, nicht zusammen, sondern einzeln, jeder zu Weihnachten eine Bitbox geschenkt und sie kann sie bedienen. Und das ohne größere Schwierigkeiten. Also da ist schon was passiert. Aber ihre Coins muss sie selber kaufen, ja? Nein, die kriegt sie gekauft, aber die will die Hälfte haben. Das muss ich halt abgeben. dieses Feature haben wir noch nicht, dass es dann automatisch aufsplittet. Ja, aber könnte ja mal eine Idee sein. Roland, du hast gesagt, es gibt eine Bitcoin-Only-Edition. Ich hatte ja eure Bitbox auch bei mir im Bitcoin-Testament und Hardware-Wallet-Führer mit angeboten. Ich fand es gut, dass es 2 Optionen gibt, Bitcoin-Only und, sagen wir mal, und Multi. Aber erklär vielleicht nochmal für die Sie jetzt das eher nur als Nachteil sehen, wenn da nur Bitcoin drauf ist, welche Vorteile hat es, wenn ich jetzt die nur für Bitcoin verwenden kann? Also grundsätzlich kann ich sagen, beide sind sehr sicher. Die Unterscheidung in Multi-Edition, was die alles kann, und die Bitcoin-Only-Edition, der Sicherheitsgewinn ist wirklich theoretischer Natur. Wenn ich weiß, dass ich nur Bitcoins halten will, ist es in der Theorie besser. Ich habe eine Hardware-Wallet, die wirklich nur Bitcoin unterstützt, einfach weil die weniger Code beinhaltet, weniger Programmiercode, weniger Abhängigkeiten hat zu irgendwelchen externen Bibliotheken, weniger Angriffsfläche bietet, da die Firmware insgesamt kleiner und übersichtlicher ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Multi-Wallet dadurch unsicherer ist. Sie ist einfach so sicher, wie es halt mit der Unterstützung all dieser Coins geht. Ich glaube insgesamt, wir verkaufen ungefähr 50-50. Das ist, denke ich, erstaunlich, dass Leute, die ist nicht günstiger, die Bitcoin-Only, dass Leute für weniger Features gleich viel Geld ausgeben in 50% der Fälle. Aber ich glaube, häufig ist es eben auch so, dass speziell, wenn man die Bitbox verschenken will, jemandem, und ich selber bin vielleicht primär von Bitcoin überzeugt und möchte nicht, dass die gleich irgendwelche obskuren Token kaufen, wie die ja auf diversen Börsen eigentlich schon weit oberhalb von Bitcoin gelistet werden.
dann möchte ich denen vielleicht eine Bitcoin-Only-Edition schenken, einfach damit sie einen sauberen Start in diese Welt haben, ohne gleich allzu sehr verwirrt zu werden von diesen Tausenden von Währungen, die es gibt. Wie kommt es verpackt her und wie groß ist die Bitbox? Weil die Bitbox klingt jetzt nach einer Box, nach irgendwas Größerem. Na, sie hat keine Henkel, also so groß ist sie nicht zum Tragen. Ja, aber es gibt so eine Schlaufe hier mit dazu. Also genau. Ich glaube, die gab es auch in verschiedenen Farben. Ich habe hier mal. Grau, ich weiß nicht, schwarz gab es noch in weiß oder irgendwie so. Bin ich der Einzige, der das Gerät noch nicht hat, hä? Ich bin weiß. Ja, Mayo, du hast ja wahrscheinlich, hast du, wie du ja immer für den Dienstleister bist, du hast ja wahrscheinlich wieder bei zentralen Banken, ne, deine. Und mit Krypto habe ich eh nicht so viel am Hut. Das stimmt. Also, okay. Außerdem findest du Ledger gut und da brauchst du nichts anderes. Du, ja. Tor, das müssen wir nochmal sagen. Ich finde den Ledger im Vergleich zu der, wie hieß er? SecureX. Zur SecureX sehr, sehr gut, weil eben der Ledger mir die Möglichkeit gibt, mit DeFi-Protokollen zu interagieren. Allerdings habe ich da ja schon was gehört, da hat die Bitbox, ist da auch großer Runner-up. Also da kommen wir ja noch dazu mit dem Rabby. Da bin ich schon, da freue ich mich vor allen Dingen schon drauf, weil das könnte ich mir vielleicht auch mal eine Bitbox endlich mal zulegen. Bin ich auf euer Urteil gespannt. Ja, sehr gerne. Ja. Also die Bitbox, hier habe ich jetzt die Bitcoin-Only-Verpackung. Die Multi schaut aber ähnlich aus. Die kommt so in einer kleinen Schachtel. Das ist ganz übersichtlich. Papier oder Pappe ist das, ja, Karton. Genau. Karton ist es, Karton. Mhm. Genau. Und das schiebt man dann so raus. Da kommt die Verpackung hier. Das ist ganz übersichtlich. Hier Get Started. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Und da ist die Bitbox drin, eine Micro-SD-Karte. Hier wäre auch noch ein USB-Adapter. Und dann halt, was du erwähnt hast, noch das Zubehör, die ganzen Schlaufen, das ist ein USB-Kabel. Es ist wirklich alles dabei, was man braucht. Also es ist nicht so, dass man jetzt noch irgendwelches Zeugs zusätzlich bestellen müsste. Wenn man die Bitbox bestellt, hat man alles, was man braucht. Alles andere ist optional. Und in der Box sind sozusagen die Security-Elemente und auf der SD-Karte ist dann die Software für die einzelnen Chains. Nein, es ist alles auf der Bitbox selber. Also das ist die Bitbox. Man sieht, es ist ein kleines, feines Gerätchen. Man sieht gar nicht auf den ersten Blick, dass es überhaupt ein Display hat. Hat einen USB-C-Konnektor. Das heißt, ich kann es auch ohne weiteres direkt an mein Handy stecken. Das funktioniert wunderbar. Wir können ja mal vielleicht noch mal kurz durchgehen, dann was eine Hardware-Wallet überhaupt macht. Aber grundsätzlich generiert die Coins auf der Hardware-Wallet. Die gehen nie auf den Computer. Die Coins, also die Keys, Entschuldigung, also die Hardware-Wallet die generiert die Schlüssel direkt auf dem Gerät, speichert die auf dem Gerät. Das Gerät ist dann durch einen PIN geschützt. Ich habe 10 Versuche, diesen PIN einzugeben und nach dem 10. erfolglosen Versuch wird das Gerät auf den Werkzustand zurückgesetzt. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen abschreckend, aber es ist natürlich ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, weil man sieht es hier vielleicht ein bisschen, da ist auch ein Micro-SD-Card-Reader eingebaut. Und auf der SD-Karte ist mein Backup. Das heißt, beim Erstellen, beim Initialisieren des Geräts stecke ich die SD-Karte rein, gebe dem einen Namen etc. Das wird auf die SD-Karte gespeichert und die versorge ich dann irgendwo an einem sicheren Ort. Und das Gerät ist dann das Gerät, welches meine ganzen Coins nutzbar hält. Und das Backup ist dafür, dass ich, wenn das Ding kaputt geht, wenn ich es zurücksetze, weil ich das Passwort vergessen habe, etc., wiederherstellen kann. Und das ist übrigens absolut standardisiert. Also selbst wenn ich keine Bitbox mehr habe, kann ich das Backup auch auf einem Ledger, auf einem Trezor etc. zurücksetzen. Es gibt da keinerlei Vendor-Login. Also wir sind auf keiner Art und Weise abhängig von uns als Shift Crypto. Kannst du zu diesem Standard beziehungsweise zu diesem, das sind ja ein paar Wörter, die man da als sogenannten Seed aufschreiben kann, was sagen, was ist ein Seed, nach welchem Standard wird das genau gemacht, aus wie vielen Wörtern wird ausgewählt und wie lang dürfen die Wörter sein, beziehungsweise wenn du das auf dein Stil-Wallet überträgst, dann überträgst du immer nur die ersten 4 Buchstaben der Wörter und so weiter. Kannst du vielleicht zu diesem Standard ein bisschen was sagen?
Gerne. Warte mal ganz kurz, da muss ich noch mal kurz reingrätschen. Ralf, das ist falsch, das ist nicht der Seed, sondern das sind die Mnemonic-Wörter. Und aus diesen Mnemonic-Wörtern wird der Seed generiert, und zwar aus den ersten vier Buchstaben. Nur so zur Info, ne? Die meisten sagen zwar, weil sie faul sind oder weil sie keine Ahnung haben, Seed dazu, aber die richtige Bezeichnung, Mnemonic-Wörter, MN vorne, und die sind halt mehr oder weniger standardisiert. Das ist korrekt. Also wichtig zu verstehen ist, so eine Wallet, die hat ein Hauptgeheimnis, der Master Private Key, oder noch höher geht es auch, aber ich muss nicht zu sehr in die Technik gehen. Also es gibt einen privaten Schlüssel und von dem können dann unzählige weitere Schlüssel, private und öffentlich, abgeleitet werden. Und das ist deterministisch, das heißt, das ist streng standardisiert. Und wenn ich diesen einen Hauptschlüssel habe, dann kann ich alle Unterschlüssel immer wieder ableiten. Das ist auch der Grund, wieso ich eigentlich nur das eine Backup einmal machen muss. Und selbst wenn ich später noch hunderte Transaktionen habe auf hunderte Adressen, kann ich das alte Backup zurückspielen und all die Adressen kommen wieder, obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr speziell gesichert habe. Wenn ich dieses Hauptgeheimnis abspeichern will, ist es eigentlich nur eine unglaublich lange Zahl. Und weil Menschen sehr schlecht sind, eben sich x-stellige Zahlen fehlerfrei rauszuschreiben. Und ein kleiner Verschreiber wäre dann halt schon eine komplett andere Wallet. Hat sich irgendwer, ich weiß nicht, wer das war, eine geniale Methode überlegt, wie ich dieses Hauptgeheimnis anders kodieren kann. Und zwar nehme ich diese Zahl und kodiere die in englische Wörter. Das ist einfach mathematisch eine Ersetzaufgabe. Und das gibt eine Liste, die ist streng standardisiert. Die BIP39 Mnemonic Wörterliste, die hat 2048 Wörter. Gibt es auch auf Deutsch und Japanisch, aber da würde ich auf jeden Fall davon abraten, die zu nutzen, immer nur die englische nutzen, weil das ist wirklich von allen unterstützt. Und dann kann ich mir diese 24 Wörter rausschreiben. Der Vorteil ist, da ist auch eine Checksumme drin. Das heißt, wenn ich mich an einem Wort vertippe, dann kann die Wallet erkennen, dass das kein gültiges Backup ist. Und wenn ich beispielsweise mit der Bitbox mir diese Wörter nacheinander anzeigen lasse, ich habe alle rausgeschrieben, dann geht die Bitbox nochmal durch, wie einen kleinen Quiz. Okay, wähle aus diesen 4, 5 Wörtern das Wort Nummer 5 aus, dann das Wort Nummer 6. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich wirklich hundertprozentige Gewissheit, dass ich das Backup sauber rausgeschrieben habe. Genau, und das ist es dann eigentlich auch eine Besonderheit, die viele nicht wissen. Die ersten 4 Buchstaben all dieser Wörter, die auch länger sein können, sind eindeutig. Das heißt, wenn ich ein Backup mache, reichen eigentlich die ersten 4 Wörter. Aber auf der anderen Seite ein bisschen Redundanz hilft auch. Die ersten 4 Buchstaben, Roland. 4 Buchstaben, Entschuldigung. Die ersten 4 Buchstaben eines jeden Wortes von den 24 Wörtern reichen. Das ist beim Backup muss man ganz, ganz exakt sein. Ich entschuldige mich. Die ersten 4 Buchstaben jedes Wortes reichen, wenn man die rausschreibt. Würde ich aber so auch nicht machen, wenn ich es auf Papier aufschreibe, weil ein Wort sieht so aus, wie ein Wort aussieht. Und auch wenn ich mal was ein bisschen unleserlich geschrieben habe, kann ich ein Wort besser erkennen als nur 4 kryptische Buchstaben. Aber wenn ich es beispielsweise in eine Steel Wallet eingravieren will, dann ist der Platz natürlich rar. Und dann kann es helfen, wenn ich einfach wirklich nur die ersten 4 Buchstaben sehr sorgfältig in diese Stahlplatte stanze. Okay. Wenn du willst, können wir ja auch mal ein Tutorial machen. Wir haben ja bei der anderen Wallet auch ein Tutorial gemacht. Wenn du uns da mal ein bisschen was zuschickst, sprich Mario, dann können wir die uns mal vornehmen und dann mache ich mit Mario zusammen. Dann hat der Mario nämlich endlich auch mal eine Bitbox. Es sei ihm gegönnt. Genau. Wobei ich noch eine habe. Ich habe noch eine mit dem alten USB, noch nicht mit USB-C. Aber okay. Das ist aber nur der Adapter drauf, oder? Nee, die ist bei mir noch. Ich habe eine alte. Wie gesagt, die ist 3 Jahre alt. Ah, das ist die Bitbox 1. Jetzt, ja. Okay. Nee, ich glaube auch schon die 2er. Ja? Na, egal. Also, warte mal.
Kann sein, dass... Ah, doch, stimmt, Adapter. Nicht. Aber ich habe halt immer, hab halt immer das Ding drauf. Und weil ich stecke halt so bei mir einen Computer rein, ja. Sprich Adapter. Da spricht der Product Lead, der kennt sein Produkt. Hätte mich jetzt also wirklich erstaunt, wenn du so ein Vorserien-Dings gehabt hättest. Ja, ich habe ja Haufen Anschlüsse, wobei ich letztens festgestellt habe, ich habe meinem Computer auch einen USB-C-Anschluss. Also. Ja, es wird immer mehr. Bei vielen ist halt der USB-C dann noch vom Strom besetzt oder so. Also drum geben wir auch alle Optionen. Also USB-C oder USB-C mit Adapter zu normalem USB oder mit Kabel, mit ohne Kabel etc. Das kann man beliebig kombinieren. Aber das Besondere, was heißt Besondere? Also ein Merkmal eurer Bitbox auch 02 ist ja eigentlich, dass die ohne Batterie also auskommt. Die hat ja, die ist stromlos. Ne? Genau. Hat keinen Akku, nix. Also das ist für uns ganz wichtig. Die Bitbox hat keine beweglichen Teile, weil wir keine Klick-Buttons haben, die über kurz oder lang kaputt gehen. Sie haben ja nur diese Touch-Sensoren, die natürlich sehr viele Möglichkeiten bieten, aber eben halt auch extrem langlebig sind. Und es hat auch keinen Akku, der mit der Zeit den Geist aufgibt. Also das Produkt ist noch nicht so alt. Das ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre auf dem Markt. Wir haben es zwar zu Tode gestresst im Testing, aber ich würde mich noch nicht darauf herauswagen, dass es 10, 20 oder 30 Jahre hält. Aber grundsätzlich, wenn man es feuchtigkeitsgeschützt aufbewahrt, müsste das sich ordentlich lange halten. Mhm. Also ich war im Dezember in Ägypten im Urlaub, im Tauchurlaub, und ich hatte die Bitbox sogar mit unter Wasser. Allerdings okay. In einem geschützten Gefäß. Ne, okay. Wir haben gerüchteweise auch schon Waschmaschinen überlebt etc. Aber das ist nichts, was wir jetzt offiziell in die Produktgarantie schreiben würden. Klar. Was habt ihr denn so in der weiteren noch an neueren zukünftigen Produkten oder an Funktionen der Weiterentwicklung geplant? Kannst du darüber was sagen? Also über die weitere Roadmap kann ich leider, darf ich leider nicht viel sagen. Wie erwähnt, also aktuell liegt unser Fokus wirklich auf der noch weiter Verbesserung der User Experience, des Benutzererlebnisses, dass es möglichst wenige Ecken und Kanten gibt. Die Bitbox-App ist ja auch auf Deutsch nebst vielen anderen Sprachen erhältlich. Wir haben jetzt gerade noch Dutch, was ist das, Holländisch, hinzugefügt. Es gibt einen In-App-Guide, den wir laufend erweitern. Es kommen neue Features dazu, aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie bahnbrechend wäre in den nächsten Monaten. Aber es ist natürlich schon so, dass eine längerfristige Produktentwicklung parallel dazu läuft. Es ist aber auch so, dass jetzt nicht die Bitbox 3 gleich am Markt stehen würde, weil die Hardware selber, auch wenn wir da noch gegebenenfalls weitere Optionen anbieten werden, die Hardware als solches, die ist up-to-date, state-of-the-art, da gibt es keinerlei Bedürfnis, die zu ersetzen. Das heißt, die Plattform, die ist noch lange, lange in Gebrauch und wir können einfach mit Software neue Features hinzufügen. Wie macht ihr die Firmware-Updates von der Bitbox 2? Mhm. Wir haben plus minus so monatliche Updates. Das heißt, der Benutzer lädt sich einfach ein Update der Bitbox-App auf seinen Rechner oder auf sein Handy und kriegt dann automatisch eine Meldung, dass er auch die Firmware der Bitbox aktualisieren kann. Das ist im Normalfall nicht verpflichtend, außer es gibt irgendwie ein wichtiges Sicherheitsupdate. Dann kommt es gleich, wenn die Bitbox-App startet. Das war bis jetzt aber erst ein- oder zweimal der Fall, dass wirklich etwas wirklich wichtig war zum Updaten. Sonst sind es neue Features, auf die wir hinweisen. Und dann kann der Benutzer oder die Benutzerin das bei Bedarf machen oder auch nicht. Unterstützt die Bitbox 2 jetzt auch schon für Bitcoin Taproot? Ja, mit dem Release, welches morgen rauskommt, werden wir als ersten Schritt das Senden an Taproot unterstützen. Und im darauffolgenden Release ist geplant, dann auch das Empfangen zu unterstützen. Weil wenn ich
sobald ich Coins empfange, will ich sie ja wieder ausgeben können. Und dann muss natürlich auch der ganze Signing-Prozess, die ganzen kryptografischen Bibliotheken, die im Hintergrund laufen, das muss alles unterstützt sein. Das ist dann voraussichtlich im nächsten Release drin. Habt ihr irgendwie eine Art Forum oder eine Wunschplattform, wo man sich weitere Blockchains wünschen kann? Also zum Beispiel, wo man sich, ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch Cardano, bietet ihr an und plant ihr auch, du hast ja vorhin von Solana gesprochen, Solana habt ihr jetzt persönlich noch nicht. Gibt es Pläne, weitere Coins bzw. Blockchains zu adden? Also, und habt ihr die Möglichkeit, die Community teilhaben zu lassen? So wird eine Frage draus. Jetzt nicht in streng formalistischem Umfang haben wir das nicht, aber wir sind in sehr engem Kontakt mit unseren Benutzern. Wir haben regelmäßig Webinars, die wir durchführen, auch mit langen Frage-Antwort-Runden. Ask me anything, also wirklich einfach nur Benutzerfragen beantworten, machen wir auch regelmäßig, auch in Form von Videos. Wir haben eine Telegram-Gruppe mit ziemlich vielen Enthusiasten drin, wo man Fragen stellen kann, aber natürlich auch Feedback geben kann. Und wir fragen regelmäßig auch in unserem Newsletter und anderen Kanälen in Social Media nach Benutzerfeedback. Dann ein bisschen strukturierter, damit uns das auch ein bisschen einfacher ist beim Auswerten. Kannst du uns sagen, welche Blockchains ihr aktuell alle unterstützt? Also Bitcoin, Ethereum, Cardano, was noch? Genau, das sind eigentlich die drei, die wir unterstützen. Dazu kommt noch Litecoin, aber das ist eher so ein bisschen aus der Historie geschuldet. Ich weiß nicht, ob das heute der Markttreiber ist. Das sind die drei. Und natürlich die ganzen Token, die auf diesen Blockchains laufen. Binance aus? Ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Binance Smart Chain? Bin nicht sicher, ob ich kann jetzt dazu nichts bestätigen oder widersprechen. Ich glaube, kann oder darf? Wahrscheinlich beides, einfach weil ich nicht der Experte bin. Ich probiere das ja mal aus, wenn ich das Gerät in der Hand habe. Genau. Was uns da teilweise ein bisschen sauer ausstößt, ist halt, wie das auch bei uns in Support-Fällen mündet, wenn man beispielsweise Bitcoin sich von Binance schicken will und dann hat man die Auswahl, ich möchte es auf der Binance Smart Chain schnell und günstig schicken oder irgendwie auf Wrapped Ethereum günstiger, aber nicht so schnell, oder ich möchte einfach nur Bitcoin schicken, langsam und teuer. Und das verwirrt die Leute natürlich massiv. Das wird wahrscheinlich aber dann, wenn Tor, eine Sache von Rabby werden. Kann sein. Würde ich jetzt mal sagen. Weil oder auch MyEther Wallet, klar, die haben das, glaube ich, auch. Da kann man ja auch die Chain auswählen. Ja, dann klär uns gleich mal auf. Mario, was ist ein Rabby? Na, ich habe es selber noch nicht. Ich verstehe das so, dass es eine Alternative, eine Open-Source-Alternative zu MetaMask ist. Da ich die Bitbox selber nicht habe, habe ich Rabby mir noch nicht runtergeladen, habe aber gehört, dass ihr eine Integration gemacht habt, dass die Bitbox durch Rabby jetzt auch DeFi-ready geworden ist. Sozusagen. Das ist korrekt. Ja, das klingt gut. Rabby ist eine, sagen wir mal, sich ein bisschen schneller entwickelnde Alternative zu MetaMask, ist ursprünglich ein MetaMask-Fork, der jetzt unabhängig weiterentwickelt wird, der auch ein bisschen offener ist, eben durch die Open-Source-Denkweise und ist aber 100% kompatibel. Das heißt, jede DeFi-Plattform, jede DeFi-Webseite, die eine MetaMask-Integration anbietet, wenn ich Rabby installiert habe, klicke ich einfach auf den MetaMask-Button und kann dann 1:1 genau dasselbe machen, einfach mit den Funktionen auch von Rabby. Und da die Bitbox direkt unterstützt ist von Rabby, kann ich mit der Bitbox auch alles machen, was sonst eigentlich über MetaMask laufen würde. Wir wären natürlich auch interessiert gewesen, MetaMask direkt zu unterstützen, haben auch den kompletten Code, also wir haben einen Pull-Request geöffnet, haben den kompletten Code schon geschrieben für MetaMask. Leider liegt das dort seit über einem Jahr auf Halde und die sagen, wir sind dran, die ganze Integration für die Hardware Wallets zu überarbeiten. Leider ist da nie was vorwärts gegangen. Darum haben wir uns jetzt entschieden, einfach ohne MetaMask vorwärts zu machen und mit Rabby eine wirklich, wirklich gute Alternative gefunden.
Ja, das habe ich auch festgestellt. MetaMask ruht sich da ein wenig aus mit ihrer Trezor- und Ledger-Integration und alle anderen bleiben irgendwie außen vor. Was eigentlich der Wahnsinn ist, wenn man denkt, wie viel Geld die eigentlich haben. Die Ja. könnten endlos Entwickler anstellen. Ja, so ist das bei Monopolisten. Der Wettbewerb muss gestärkt werden. Deswegen. Komisch. Man weiß aber nicht, was die von Ledger und von Trezor bekommen haben, dass sie die beiden anbinden und dass sie mit den anderen langsamer machen. Das stimmt natürlich. Habt ihr die Frage, was heißt Shift-Krypto eigentlich? Oder warum habt ihr den Namen Shift-Krypto gewählt, schon gestellt? Habe ich so Noch noch nicht nicht. gehört. Aber ich habe gehört, ihr habt immer mal anders gehießen, hast du vorhin schon gesagt, ne? Naja, ganz am Anfang war es Shift Devices. Das war aber, also das war zu 2015. Das allererste Zusammenkommen war ja damals von Douglas Beckham, der heute noch unser CEO ist. Der ist Doktor in Gehirnwissenschaften an der ETH in Zürich gewesen, hat da viel mit Simulationen und Hardware gearbeitet in ganzen akademischen Labors und hat dann auch irgendwann gesagt, okay, ich muss etwas machen, was die Welt ein bisschen mehr bewegt als das, was ich aktuell tue. Und hat dann mit Jonas Schnelli, einem sehr bekannten Bitcoin Core Maintainer oder Ex-Maintainer, einer der wenigen, der Zugriff auf die Codebasis von Bitcoin hatte, eigentlich damals die Shift Devices gegründet. Genau. Aber wie es natürlich so ist in so Startup-Companies, da wird ab und zu mal ein bisschen was durchgemischelt. Und Shift Crypto ist jetzt eigentlich die Firma, so wie wir heute aufgestellt sind, auch als normale Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat etc. in Zürich, die Bitbox 02 produziert und vertreibt. Auf die Frage, was Shift Crypto jetzt aber heißt, ich habe jetzt lang gesprochen, aber ich habe leider keine Antwort drauf. Ich weiß es schlichtweg nicht. Jetzt die Frage habe ich aufgeschrieben, einfach nur um mal zu horchen. Was ist denn die beste Hardware-Wallet und warum? Natürlich könnte ich jetzt sagen, die Bitbox, aber so einfach möchte ich mir jetzt auch nicht machen. Ich glaube, es gibt nicht die beste Hardware-Wallet. Es kommt darauf an, will ich die maximale Anzahl Coins? Ich glaube, da bin ich mit dem Ledger sicherlich gut bedient, vielleicht auch mit dem Trezor. Will ich, dass meine Hardware-Wallet Open Source ist? Also will ich dem Hersteller vertrauen müssen oder nicht? Man kann es auch ein bisschen provokativ fragen, weil wenn es nicht Open Source ist, habe ich keinerlei Möglichkeit zu überprüfen, was die überhaupt macht. Dann wäre Ledger schon mal außen vor, weil die haben nicht alles Open Source. Ich sehe nicht, wie Bitcoin-Transaktionen signiert werden beispielsweise. Dann kann man sagen, okay, ich will, dass eine Hardware-Wallet auch physisch, also wenn ich es jetzt einfach so in der Schublade habe, ich möchte, dass die physisch sicher ist. Da fällt jede Hardware-Wallet raus, die jetzt eigentlich nur Standard-Hardware verbaut, wie beispielsweise der Trezor. Also ich mag Trezor echt und ich habe auch einen, die sind super. Aber deren größten Manko ist natürlich, dass sie keinen Secure Chip haben. Da ist ein ganz normaler Chip drin, wie man halt auch in einer Kaffeemaschine findet. Und leider wurde von diversen Seiten gezeigt, dass eigentlich die ganzen Schlüssel sich innerhalb von Minuten auslesen lassen. Natürlich nicht von jedermann und ich brauche physischen Zugriff. Und ja, es ist auch so, dass die größte Gefahr geht von Online-Attacken aus, nicht von physischen Dieben. Aber wenn ich möchte, dass selbst wenn ich die Hardware-Wallet verliere, sicher sein kann, dass da niemand auf meine Keys kommt, dann wäre das ein Kriterium dagegen. Und für mich jetzt persönlich ist jetzt primär auch der Grund, wieso ich bei Shift Crypto arbeite, ist jetzt aus all dem die Bitbox eigentlich die beste Kombination. Also auch die Bitbox hat so einen Kaffeemaschinenchip drin. Das erlaubt uns alles Open Source zu laufen zu lassen, weil wenn ich den Code direkt auf einem Secure Chip laufen lasse, dann darf ich das nicht Open Source machen. Das ist das Problem, was Ledger hat. Wir haben aber trotzdem einen Secure Chip drin. Das heißt, in der Kombination dieser zwei Chips haben wir es eben geschafft, einen Full Open Source
Hardware-Wallet zu schaffen, die trotzdem physisch sicher ist. Und ich glaube, das ist in Bezug auf die zwei anderen unser großes Alleinstellungsmerkmal. Nochmal, warum die physisch sicher ist? Wie wird das begründet? Wenn man so das Ding aufmacht, es gibt unglaublich viele Sachen, was man mit Chips machen kann. Und wie man einzelne Bits physisch unter dem Mikroskop auslesen kann, das glaubt man gar nicht. Also man kann mit Laser Atom für Atom abtragen. Man kann mit Säure das dem Ganzen angehen. Man kann alles entlöten. Und das ist eigentlich als nur, wenn man einfach Komponenten nimmt und zu einem Produkt zusammenstellt, kann man das nicht verbessern. Und darum gibt es spezielle sichere Chips. Das sind Secure Chips, wirklich, die auch zertifiziert sind, die genau für das gemacht sind. Und die haben genau diesen einen Zweck, nämlich Informationen sicher zu halten und nicht physisch auslesbar zu sein. Und nur wenn man so einen Chip drin hat, ist man auch gegen physische lokale Attacken in einem Elektroniklabor wirklich gewappnet. Darfst du das sagen, welches Secure Element ihr benutzt? Ja, klar. Also eben, wie gesagt, alles Open Source. Ich weiß es jetzt aber nicht ganz. Also der Microcontroller ist ein Atmel. Die Zahl will ich jetzt nicht vorlesen, das ist auch nicht das Schlimme. Und der Secure Chip ist ein ATEC CC608B. Mhm. Also ist alles offen. Selbst sämtliche Transistoren sind dokumentiert, die wir verwenden. Das heißt, wir tun wirklich alles, um das Vertrauen, was unsere Kunden in uns haben müssen, zu minimieren. Und nicht aus meiner persönlichen Sicht ist nichts Schlimmes als Security by Obscurity. Ich weiß nicht, wie man es übersetzen kann. Sicherheit durch Verschleierung vielleicht. Einfach in der Hoffnung, dass es niemand rausfindet. Das heißt, dass auch Open Source geht einfach mit offenem Visier in den Kampf. Es ist alles offen und wir ermöglichen damit aber auch unabhängigen Spezialisten, das genau zu untersuchen und entlöhnen die auch. Wir haben ein Bug-Bounty-Programm. Also wenn jemand einen Bug uns meldet, wird er dafür entlohnt oder sie. Gibt es eine Bounty. Und wir schätzen das auch sehr. Also wir ermutigen unabhängige Experten, sich das ganz genau anzusehen und entsprechend uns diese Befunde auch zu melden, damit wir sie flicken können. Weil nur dann, es ist, wenn jemand verspricht, etwas ist unhackbar, dann hat er entweder keine Ahnung oder er lügt. Es ist ein stetiger Wettkampf und man kann es einfach nur immer Stück für Stück immer besser machen. Die Sicherheit von Open Source entspringt ja der Transparenz von Open Source. Und Transparenz, man kann trotzdem bei einem Ding, was öffentlich ist, wo die Algorithmen öffentlich sind, kann man eine hohe Sicherheit haben durch Kryptografie. Korrekt. Weil es da halt noch nicht so die Möglichkeiten gibt, noch nicht, das irgendwie über einfache Algorithmen auszurechnen, vorzubestimmen oder was auch immer. Also, um nur ein kleines Beispiel zu nennen, was eine mögliche Angriffsfläche wäre, wenn etwas nicht Open Source ist, könnte natürlich dieser private Schlüssel, den das Gerät generiert, es gibt ungefähr so viele Möglichkeiten eines privaten Schlüssels, wie es Atome im Universum gibt, also eine unvorstellbar große Zahl. Wenn ich jetzt aber einen kleinen Code drin verstecken könnte, der diesen Auswahlraum einschränkt auf vielleicht 1 Million, der ist trivial zu durchsuchen. Und das wäre ohne Open Source schlichtweg nicht feststellbar. Ich könnte als Benutzer das nicht erkennen. Jeder kriegt trotzdem eine eigene Private Key. Aber irgendwann könnte ich dann hingehen und einfach mal alle Bitcoin rausnehmen. Und das ist eben genau, wieso wir sämtliches Vertrauen möglichst minimieren wollen. Wir wollen nicht, dass unsere Kunden uns vertrauen müssen, sondern wir wollen möglichst transparent sein, soweit es nur geht. Natürlich besteht, glaube ich, auch wenn das alles Open Source gesetzt wird, natürlich durchaus eine gewisse Schwierigkeit, diese Algorithmik nachzuprüfen. Aber da kann man sich ja dann doch vieler Spezialisten bedienen. Aber es ist auf jeden Fall, bin ich da auch der Auffassung, dass Hardware Wallet, das kann ich bestätigen, oder aus meiner Sicht bestätigen, dass da das größte Vertrauen genießen müsste,
oder auch genießt, aus meiner Sicht von der Community, weil einfach alles offengelegt wird oder ist. Naja, wir hatten ja im Vorgespräch über E-Mail, hattest du ja dem Ralf schon geschrieben, dass du eher so der Sicherheitsmensch bist und wir über die Security im DeFi-Bereich uns besprechen können. Da habe ich jetzt hier einfach mal Best Practices aufgeschrieben. Hast du denn für unsere Zuhörer und jetzt auch für uns Tipps, die wir außer der Verwendung von Hardware-Wallets jetzt mal außen vor gelassen, noch, die wir noch machen können, dass wir im Umgang mit Krypto sicher unterwegs sind? Ich fange mal mit dem Allgemeinsten an. Keep it simple. Das beinhaltet aus meiner Sicht die Nutzung einer Hardware-Wallet im Gegensatz zu irgendwelchen selbstgebauten Lösungen mit irgendwelchen Offline-Computern, die kein Mensch versteht. Weil ein ganz wichtiger Aspekt auch für mich, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ist, dass ich das zwar sicher verwahren kann, aber die Kunst ist dann, dass es nicht so obskur ist, dass wenn ich unter den Bus komme, dass da nicht alles verloren ist. Das heißt, es sollte simpel nach Standards sein, es sollte gut dokumentiert sein, ohne natürlich die Geheimnisse irgendwo schriftlich rumliegen zu lassen. Ich muss ein gutes Backup haben. Und die Balance zu finden zwischen persönlicher Transparenz in der Aufbewahrung, aber trotzdem das sicher zu halten, das ist am einfachsten mit einer gut dokumentierten und ein Produkt, einer Hardware-Wallet zu erreichen, die da auch ein bisschen Guidance gibt. Dazu kommt natürlich, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch. Gut, kann man sagen, Bitcoin klingt schon zu gut, um wahr zu sein oder Ethereum oder was auch immer. Wenn man da irgendwie jährliche Rendite von 100% hat, daran hat man sich allerdings mittlerweile ein bisschen gewöhnt. Aber wenn jetzt irgendwas aus dem Busch kommt und die Revolution von allem verspricht, wäre ich tendenziell eher mal skeptisch und würde auch nicht gleich mein Geld irgendwie allem hinterherwerfen, solange ich das nicht verstehe. Dazu gehört auch, dass natürlich viele öffentliche, soll ich das sagen, Influencer, Foren etc., die haben alle ihre eigene Agenda. Also man sollte alles ein bisschen mit gesundem Menschenverstand hinterfragen. Also wenn wir jetzt einer konsequent empfiehlt, ich sollte jetzt unbedingt Coin XY kaufen, immer und immer, immer, immer wieder, kann man sich vielleicht auch mal fragen, was der von denen gekriegt hat. Weil in meiner Erfahrung machen die YouTuber eigentlich nichts gratis. Ich würde noch VPNs würde ich noch benutzen. Ja, Privacy ist ein guter Aspekt. Das ist nicht trivial, wenn man es wirklich konsequent umsetzen will. Wie heißt das deutsche Wort dafür? Die Privatsphäre. Also wenn ich jetzt meine persönliche Internetadresse meines Computers nicht überall hinaus posaunen will, weil da kann man gut feststellen, wo ich ungefähr wohne, mich nicht überall mit Klarnamen anmelde, mich bei allen Börsen mit einer Passkopie anmelde. Manchmal geht es leider nicht anders, aber es ist immer so ein bisschen abwägen. Und eben, wenn man dann VPN, also ein Virtual Private Network, so einen Tunnel für die Internetverbindung nutzt, kann man ein bisschen verschleiern, woher man kommt. Man kann auch das Tor-Netzwerk nutzen natürlich. Im Bitcoin-Umfeld würde ich jedem empfehlen, mal zu gucken, ob er nicht einen eigenen Full-Node betreiben will, auch für die Privatsphäre, weil dann muss ich nicht meine ganzen Wallet-Bestände an irgendwelche Drittserver melden, um nachzugucken, was jetzt auf der Blockchain passiert. Das sind alles so kleine Puzzlesteine, aber Privatsphäre schützen ist echt, echt, echt schwierig geworden in der heutigen Zeit. Was sagst du zur Schlüsselverwaltung? Also die Mnemonic-Wörter zum Beispiel, wie verwalte ich die? Außer jetzt als elektronische Kopie auf der SD-Karte, die ja könnten ja beide kaputt gehen. Also eine SD-Karte ist schon erstaunlich langlebig, da würde ich mal in Jahrzehnten rechnen. Aber natürlich wie auch ein Papier-Backup, das kann kaputt gehen, man kann es zerstören. Das heißt, da hilft eigentlich nur Redundanz, unabhängig vom Medium. Also ich habe natürlich meine Schlüssel auf der Bitbox, dann habe ich die Micro-SD-Karte und die bewahre ich auf wie eine Papierkopie in einem sicheren Ort.
Die erlaubt es mir sehr schnell, das Backup wiederherzustellen oder auch zu überprüfen, ohne dass ich da mühsam die 24 Wörter eingeben muss. Aber für mich persönlich war es schon auch wichtig, und ich kann transparent sagen, ich habe meine Coins auch erst auf die Bitbox genommen, als die Bitbox dann die 24 Wörter unterstützt hat. Das war noch nicht, für ganz, ganz, ganz früher war das noch nicht der Fall. Das ist für mich essentiell, dass ich auch ein analoges Backup davon habe. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was für Lagermöglichkeiten ich fürs Backup habe. Habe ich ein Bankschließfach, dann kann ich das Backup wahrscheinlich relativ gut dort aufbewahren. Wenn ich es aber zu Hause haben möchte, dann sollte ich es irgendwie verschlüsseln oder halt vielleicht mit einer optionalen Passphrase, das 25. Wort, was eben kein 25. Wort ist, sondern ein Passwort, kann ich da noch ein zusätzliches Sicherheitselement dazugeben. Das habe ich wieder zwei Elemente, die ich separat voneinander aufbewahren kann. Und wenn es dann natürlich ganz um große Summen geht, glaube ich, führt am Ende kein Weg um Multisig herum. Dann möchte ich mit mehreren Signaturgeräten geografisch verteilt auf meine Wallet zugreifen müssen. Und das ist also mindestens im Bitcoin-Umfeld, wo ja Multisig eigentlich im Protokoll bereits festgelegt ist, also es ist kein Smart Contract wie bei Ethereum zum Beispiel, da ist die Bitbox sehr stark, weil ich eine Bitbox-Wallet inklusive den wichtigen Parametern, die sicherheitsrelevant sind, direkt auf dem Gerät abspeichern kann. Und ich kann dann zum Beispiel eine Bitbox zu Hause haben und kann da auch diverse Empfangsadressen sicher generieren. Die werden mir auf dem Bildschirm dargestellt. Aber ich habe dann vielleicht eine 2 von 3 Multisignatur-Wallet. Und wenn ich kann zwar empfangen, aber wenn ich dann ausgeben will, muss ich zuerst zu Hause signieren und dann muss ich vielleicht noch an einem anderen Ort hingehen und noch eine zweite Signatur abholen und erst dann kann ich versenden. Und somit bin ich dann auch gegen physische Attacken, gegen Leib und Leben etc. Abgesichert, weil ich schlichtweg selber keinen direkten Zugriff auf die Wallet habe. Also mit anderen Worten, die Bitbox unterstützt eine Passphrase. Und korrekt. Und beim Multisig, gibt es da schon irgendwie Unterstützung oder muss ich das ein bisschen umständlicher machen? Weil Multisig ist ja doch nicht ganz einfach und auch mit ein paar Hürden verbunden. Man kann ja dann auch irgendwie eine Multisig machen, die man dann hinterher nicht mehr ausgeben kann, theoretisch. Ja, ich glaube, das kommt wirklich auf die Wallet drauf an, die einem durchführt, wenn die den Job gut macht. Ich gebe dir absolut recht, es ist noch viel zu kompliziert. Ich hoffe aber, dass das in naher Zukunft besser wird. Da fehlen einfach noch ein bisschen die Standards und auch so ein bisschen die einfache Benutzerführung. Die Technik als solches ist da, die ist ready, aber die Benutzerführung ist noch sehr schwach. Aber mit der Bitbox ist es heute schon absolut möglich, Multisig zu haben. Nicht in der Bitbox-App selber, aber es gibt diverse andere Wallets, wie beispielsweise Sparrow Wallet oder Spectre. Das ist eine Firma aus München, Spectre Solutions, die eine Open-Source-Wallet haben. Da kann ich ohne weiteres mit der Bitbox 2 von 3, 5 von 7, was auch immer mein Bedürfnis ist, eine Multisignatur-Wallet einrichten. Der Grund, wieso wir das noch nicht direkt in der Bitbox-App haben, ist immer wieder eine Diskussion, ist, die Personen, die Multisig wollen, sind sehr fortgeschrittene Personen normalerweise. Erstens können die sehr gut mit diesen anderen Wallets bereits umgehen. Das sind Power-User-Wallets, die sind genau für das gemacht. Und die bieten dann halt auch die Möglichkeit, dass ich beispielsweise ein Multivendor-Multisig machen kann. Also ein Multisig mit Hardware-Wallets von mehreren Herstellern. Ich könnte jetzt beispielsweise mit einem Trezor und mit 2 Bitboxen eine Wallet machen. Und das ist natürlich dann etwas, was bei uns dann nicht die oberste Priorität in der Bitbox-App genießt, dann auch gleich sämtliche Konkurrenten noch zu unterstützen. Was ja durchaus verständlich ist. Es ist einfach auch eine Frage des Fokus und unserer Ressourcen. Oder? Wir würden es gerne machen, wenn es gratis wäre, aber es ist dann halt immer ein Abwägen, was bringt uns was, was bringt unseren Kunden was und was bringt die Bitbox voran. Und alles, was man einmal macht, muss dann auch gewartet werden. Das ist halt die Krux.
Vielleicht noch zwei Fragen. So eine Funktion, wo er die Wallet leer macht, habt ihr bestimmt auch, oder? Nicht in der Bitbox. Wie meinst du, eine Paper Wallet oder sonst? Nee, das nicht. Ich habe jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt auf meinen Bitcoin-Adressen habe ich halt Bitcoins drauf und ich will die jetzt komplett alle verschicken. Und bei den meisten ist ja so, du, sagen wir mal, willst einen Bitcoin verschicken und dann kommen die Transaktionsgebühren dazu. Genau. So, und wenn du jetzt aber so eine leeren Funktion hast, dann werden die Transaktionsgebühren vom Guthaben abgezogen und ich habe dann hinterher aber auch wirklich kein Guthaben mehr und nicht irgendwie 10 Satoshi noch oder so. Korrekt. Ich habe es ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn ich mich nicht alles täuscht, haben wir eine Checkbox Send All. Ja. Wird genau die Gebühr abgezogen. Dass es keine Rückadresse fürs Wechselgeld gibt. Und genau. Die andere Sache, Coin Control, unterstützt ihr das? Ja, haben wir auch. Also vielleicht für die nicht wissen, was Coin Control ist, magst du es kurz erklären? Gerne. Also vielleicht kann ich vorausschicken, das Ziel der Bitbox-App ist wirklich eine enorm einsteigerfreundliche App zu sein, sehr minimalistisch. Aber die Features, also die Funktionen, die wir für wirklich wichtig halten, die sind unter den Experteneinstellungen, kann man die aktivieren. Das heißt, ich werde als Anfänger zwar nicht damit verwirrt, aber wenn ich dann später ein bisschen fortgeschrittener bin, kann ich sie einstellen und habe sie dann zur Verfügung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich meine Gebühren direkt selber bis auf den Satoshi selber setzen kann oder eben auch Coin Control. Und Coin Control muss man sich so vorstellen, wenn ich Bitcoin erhalte, kriege ich wie eine Münze. Und jede Transaktion, die ich kriege, bleibt eigentlich in dieser Denomination, wie ich es erhalten habe, auch in meiner Wallet drin. Das heißt, die Wallet zeigt mir zwar vielleicht, ich habe 0,5 Bitcoin. Das ist wirklich mal ausnahmsweise so wie eine echte Geldbörse. Ich habe dann eigentlich so, ich habe da keine Ahnung, mal einen 10er und noch einen 50er und noch einen 100er und dann irgendwie noch, keine Ahnung, 50 10-Cent-Stücke. Coin Control gibt mir dann die Möglichkeit, wenn ich Bitcoins wieder verschicke, exakt die Münzen auszuwählen, die ich versenden möchte. Weil es kann sein, dass ich gewisse ausschließen möchte. Es kann sein, dass ich gewisse vielleicht ohne dieses Know Your Customer KYC gekauft habe und das nicht irgendwie vermischen möchte mit meinen anderen. Da gibt es bessere Möglichkeiten, aber das ist einfach, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Also ich habe dann wirklich einfach die granulare Kontrolle, wie ich meine Transaktion, mit welchen Münzen ich die zusammensetze. Um das vielleicht noch kurz abzuschließen, bei den Experteneinstellungen ist es auch uns ganz wichtig, ich kann alles über Tor machen. Also ich kann ein Tor-Proxy aktivieren, dann kommuniziert die Bitbox-App nur noch über das Tor-Netzwerk. Das heißt, es macht es nicht anonym in dem Sinne, aber es verschleiert meine geografische Herkunft und ich kann auch direkt zu meinem eigenen Bitcoin-Knoten, meinem Fullnode, verbinden, auch in Verbindung mit Tor. Das macht es sehr einfach. Und dann kann ich eigentlich sämtliche Server, die sonst die Wallet kontaktieren muss, um zu fragen, wie viel Bitcoins oder Ethereum ich jetzt beispielsweise habe. Also die Bitcoin-Server kann ich dann komplett rausnehmen und wir hören nie mehr von dieser Bitbox-App. Das ist eigentlich auch unser Ziel. Die soll nicht nach Hause telefonieren. Das Einzige, was sie ab und zu macht, ist zu gucken, aber das geht nur über unseren Webserver. Ist ein Update da, ja oder nein? Sonst spricht die eigentlich nie mehr mit uns. Daher haben wir auch überhaupt keine Ahnung, was unsere Kunden so treiben. Und das auch gut so. Gut so ist, weil ihr dann nicht erpresst werden könnt, richtig? Genau, also erstens wollen wir es nicht wissen. Wir haben auch wir haben nichts davon. Wir wollen es nicht wissen. Wir machen, das ist ein Versprechen an uns. Es ist uns selber auch wichtig, dass wir sind ja auch alle Nutzer der Bitbox, dass wir nicht getrackt werden. Und genauso soll es auch mit unseren Kunden sein. Unterstützt oder habt ihr geplant, dass die Bitbox auch Offline-Signatur unterstützt, also über QR-Code zum Beispiel, sodass die Bitbox als solches wirklich nicht Kontakt oder connected zum Rechner, zum Internet ist? Das ist eine heiß diskutierte Frage. Also es geht, glaube ich, da weniger um das effektive Medium,
sei es jetzt QR-Code oder SD-Karte, sondern dass es halt eben nicht in einen Computer eingesteckt werden muss. Das ist das sogenannte Air Gap, also dass ich diese Luftbrücke habe zwischen der Hardware-Wallet und einem Online-Gerät. Wir sind da sehr skeptisch, ob das sicherheitstechnisch etwas bringt. Wir haben auch gerade letzthin einen sehr detaillierten Blogpost dazu veröffentlicht, wieso wir AirGap in dem Sinne, wie er heute verwendet wird, eher als Marketing-Hype betrachten. Weil wenn man es genauer anschaut, ist eine Hardware-Wallet genauso exponiert, wenn ich über QR-Codes kommuniziere. Klar, ich könnte sie theoretisch auf einem unabhängigen Gerät zuerst redundant noch prüfen, was genau im QR-Code drin ist. Aber in der Realität macht das eh niemand. Auch wenn man SD-Karten hin und her schiebt, ist es absolut möglich, da Informationen auszulesen, auf der SD-Karte zu verstecken oder auch, also wir haben im Sinne unserer Konkurrenzrecherche auch schon alle anderen Hardware-Wallet-Hersteller mit Responsible Disclosures, also verantwortungsvollen, freundlichen Hinweisen auf Sicherheitslücken beglückt. Und das beinhaltet auch Air-Gapped Wallets. Also da haben wir auch schon mal Snoopy auf dem Bildschirm gezeichnet, obwohl da eigentlich das alles Air-Gapped war. In dem Sinne nein, wir denken, die aktuelle Hardware-Bitbox ist nicht für mit Kamera, wäre ein bisschen umständlich, das jetzt mit Kamera zu versehen. Klar, man könnte es über die SD-Karte machen, aber da sehen wir den Sicherheitsvorteil nicht, aber ein enormes Schadenspotenzial, wenn unsere Kunden dann plötzlich aus Versehen die Backup-SD-Karte in Online-Rechner stecken, einfach weil sie es mit der anderen SD-Karte verwechseln. Und daher sagen wir lieber nein, danke. Wir denken, dass USB, das ist ja alles komplett, auch der USB, die ganze Kommunikation ist verschlüsselt, end-to-end. Da ist aus unserer Sicht sicherer. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dass die QR-Codes durchaus ihren Nutzen haben. Und es kann gut sein, dass wir irgendwann mal das unterstützen, sei es vielleicht mit einem Zusatzmodul oder irgend sowas. Weniger aber aus Sicherheitsgesichtspunkten, sondern primär einfach als Schnittstelle mit anderen Geräten, wie beispielsweise einem iPhone, was keine USB-Konnektivität zulässt, oder so kleinen, ich habe hier so einen selbst gebastelten SeedSigner, das ist auch eine Kamera und ein kleines Display. Einfach, es ist eine super Sache, um mit einfachen generischen Bauteilen auch zu interagieren. Das heißt, ich kann hier coole Lösungen bauen, aber es geht dann mehr um die UX und ums Zusammenspiel mehrerer Geräte und weniger um die Sicherheit. Es gibt ja da zwei asiatische Anbieter mit den QR-Codes, die da recht nette Geräte haben. Vielleicht nochmal ein bisschen den Begriff Hot Wallet, Cold Wallet, Warm Wallet. Sind dir die drei Begriffe auch Warm Wallet geläufig? So plus minus, ich weiß nicht, wie scharf also es definiert ist, aber ich kenne es aus dem Enterprise-Bereich hauptsächlich. Okay, dann erklär es vielleicht nochmal für die Zuhörer und die Vorteile von einer Cold Wallet. Genau. Darf ich vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung zu dem chinesischen Hersteller? Ich weiß nicht, ob du da auf Keystone angesprochen hast. Ich habe zwei andere, SafePal und ich glaube Alipal. Ah, okay. Ja, gut, die würde ich jetzt, ja, sage ich. Die nicht. Arbeiten und die machen aber recht schnell die QR-Codes und das SafePal-Gerät ist recht klein und handlich ein bisschen größer als eures. Hat mir eigentlich recht gut gefallen. Ja, was gibt es denn bei Keystone? Genau, also ich war jetzt nur gespannt, ob du eventuell Keystone gemeint hast, weil wir hatten gerade letzthin ein Streitgespräch, soweit Schweizer zu Streitgesprächen fähig sind, mit Li Xin Lu, das ist der CEO von Keystone, genau zu dem Thema. Und zwar eigentlich lustig, weil eigentlich soll es ein Streitgespräch werden zwischen einem reinen Air-Gapped Hardware Wallet und uns. Und am Ende waren sich eigentlich alle einig. Selbst Li Xin sagt, es ist eigentlich eine UX-Geschichte. Und Security, so wie es heute beworben wird von vielen Herstellern, ist eigentlich eher Augenwischerei.
ist auf Bitcoin Audible, kann man sich das nachhören. Aber wir haben auch einen Blogpost zu dem Thema, kann ich vielleicht im Nachhinein nochmal schicken. Ist eher technisch und geht sehr stark in die Tiefe. Wir haben auch sämtliche bekannten Schwachstellen von Hardware-Wallets der letzten 2 Jahre angeschaut und alle bewertet, hätte Airgap geholfen oder nicht. Und eigentlich hätte es nie geholfen. Aber man muss es halt einfach mal konkret an Beispielen angucken. Dann wird es relativ schnell konkret. Ja, der größte Vorteil ist, ich muss halt nicht irgendwie elektrisch verbinden. Ich muss nicht irgendwie ein Loch suchen. Ja, das stimmt. Dafür brauchst ich muss du. Allerdings dann aber irgendwie übereinander bringen. Das ist halt der andere Nachteil, aber da habe ich halt Freiheitsgrade. Das stimmt. Brauchst halt auch wieder irgendwo Strom. Eben, also es hat alles Vor- und Nachteile, denke ich. Ja gut, angenommen jetzt, du hast jetzt das Ding mit dem Computer verbunden und es kommt, sagen wir mal, eine Überspannung, wäre ja theoretisch durch einen Blitzeinschlag, der nicht abgesichert ist, sind halt beide Geräte kaputt. Oder durch einen EMP. Oder so. Gut, da hilft dann das RF. EMP bei dem anderen auch. EMP, wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist es so Mode. Ob die miteinander verbunden sind, ist glaube ich auch. Da kann ich unsere Apokalypse, da kann ich die Seal Wallet empfehlen, die ist apokalypsenproof. Aber wenn du erstmal Opfer von einem EMP geworden bist, dann hast du, glaube ich, ganz andere Probleme. Verwendet ihr die Steel Wallet von den Tschechen? Die auch so heißt, die Steel Crypto heißt die ja, oder habt ihr eine eigene Steel Wallet? Nee, also wir haben, früher wurde die von BlockArk, das ist eine deutsche Firma, vertrieben. Die wurde auch damals von Jameson Lopp etc. mit Flugzeugbenzin übergossen und geschmolzen und in Säure getaucht. Und die haben wir jetzt übernommen und in unser Produktsortiment aufgenommen. Also wir haben heute die Bitbox Steel Wallet, die aber ursprünglich von BlockArk, einem deutschen Hersteller, ist. Kannst du uns vielleicht auch eine mitschicken? Dann kann der Mario sich handwerklich betätigen. Da kriegt er, da braucht er einen Amboss zu. Ich habe nämlich eine. Ja. Wie soll ich sagen, Muskelkater ab nächsten Tag. Ich sehe hier mit Einstanzen, man kriegt einen kleinen Stanzer dazu. Ne? Würde vielleicht nicht gleich auf dem Glas Küchentisch machen oder so, aber sonst geht das eigentlich ratzfatz. Okay. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Kraft als der Ralf. Du bist nur Jugendlicher. Dann kommen wir zurück zu Hot, Warm Hot und Cold Wallet. Genau. Also um mal bei den Extremen anzufangen, Hot- und Cold-Wallets, die sind eigentlich klar definiert. Eine Hot-Wallet ist eine Wallet, die mit einem Netzwerk verbunden ist, meistens dem Internet. Das heißt, das kann eine Wallet sein, die auf meinem normalen Rechner läuft oder auf meinem Mobiltelefon. Die sind ja eigentlich alle mit dem Internet verbunden. Die sind nicht per se unsicher, aber haben natürlich eine sehr höhere, sehr viel größere Angriffsfläche, weil wenn irgendein anderes Programm Zugriff auf die Schlüssel kriegt, dann kann es die einfach ungehemmt irgendwo ins Internet schicken. Und dann sind dann irgendwann auch meine Coins weg. Es gibt aber Funktionen wie beispielsweise Lightning oder auch sonstige Sachen, vor allem bei Bitcoin, wo leider eine Hot Wallet nötig ist, also wo die andere Funktionen anbieten kann als eine Cold Wallet, wie ich gleich noch erkläre. Das heißt, eine Kombination ist durchaus üblich und ich kann eine Wallet mit meinem tagtäglichen Geld auf meinem Handy haben und dann halt meine Lebensersparnisse in einer sichereren Lösung. Cold Wallets sind dann klassisch Wallets, wo die Schlüssel nie mit dem Internet oder einem Online-Gerät in Berührung kommen. Dazu gehören eben genau Hardware-Wallets, weil die generieren die Schlüssel auf dem Gerät und geben auch die Garantie, dass diese Schlüssel die Hardware-Wallet selber nie verlassen. Ich habe dazu natürlich eine Applikation, die auf dem Rechner läuft, die Schlüssel aber nicht kennt. Die kann die Transaktionen vorbereiten. Und ich erkläre es meistens so, dass man halt die Online-Applikation, die bereitet so ein bisschen den Scheck vor. Der Scheck wird dann, bevor er unterschrieben ist, an die Hardware-Wallet geschickt. Die Hardware-Wallet unterschreibt den Scheck mit der geheimen Unterschrift und schickt die dann zurück auf den normalen Rechner, der online ist. Und
der unterschriebene Scheck ist dann auch nicht geheim. Also die Signatur, die ist nichts, was dann irgendwie geheim gehalten werden müsste. Und von dort aus kannst du dann ganz normal ins Peer-to-Peer-Netzwerk gehen, auf die Blockchain geschrieben werden etc. Warm Wallets sind dann so ein bisschen ein Twitter-Dings, so wie ich es kenne, aber vielleicht hast du eine andere Definition. Sind das häufig Wallets, die von einem Hardware-Security-Modul verwaltet werden? Also das heißt, durch gewisse Regeln von einem HSN-M gesichert werden. Das heißt, es ist so ein bisschen wie eine Hardware-Wallet, die aber nach vorgegebenen Regeln selber agieren darf. Und da sie auch verbunden ist mit einem Online-Gerät, dann auch beispielsweise Transaktionen zu einem gewissen Umfang oder an gewisse Adressen autonom signieren darf. Aber ich bin nicht sicher, ob das die Definition ist, die du im Kopf hattest, Thor. Ja, der Thor hat jetzt die Antwort nicht mehr gehört. Der Ralf hat kontrolliert, ob es so stimmt. Und der Thor ist jetzt weg. Und wir haben jetzt das Bild wieder da und würden jetzt auf die letzte Folie also kommen. Ich würde einfach mal anfangen mit der letzten Frage. Wird es denn deiner Meinung nach in 10 Jahren noch Banken geben? Das auch unter dem Aspekt, dass ja Euro-Lösung es zumindest einige Banken, die Verwahrung, also Kassenführung, vielleicht obsolet machen könnte. Ich denke ja, es wird noch Banken geben. Werden sie gleich ausgestaltet sein wie heute? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, es wird einiges passieren in 10 Jahren, was unsere Währungen angeht, Euro, Schweizer Franken etc. Aber die grundlegenden Dienstleistungen, die Banken anbieten, die sind ja nach wie vor gefragt. Klar, ein Teil kann vielleicht durch gewisse DeFi-Sachen ersetzt werden. Aber ob das dann für jedermann ist, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Also es ist schon noch verdammt kompliziert heute, muss ich sagen, selbst wenn ich ein bisschen drin bin im Thema, also nicht unbedingt DeFi, aber einfach, wenn ich mal ein bisschen da angucke, es ist schon was für Leute, die ein bisschen leiden wollen. Ich meine, wie lange haben wir jetzt irgendwie Online-Banking, Mobile-Banking, und es ist immer noch ein Kampf, die Leute dazu zu bewegen, irgendwie nicht mehr in die Filiale zu latschen. Selbst wenn Euro weg ist, Schweizer Franken weg ist, nur noch Bitcoin, Ethereum und so weiter gibt, werden die Leute wirklich ihre Schlüssel selber aufbewahren? Ich hoffe es. Und ich hoffe, es wird eine Generation kommen, für die das normal ist. Aber das wird nicht von heute auf morgen passieren und ganz sicher nicht in den nächsten 10 Jahren. Mhm. Habe ich auch ein bisschen Angst davor, wenn ich sehe, wie Passwörter überall hingeschrieben und wie manche Generationen so schon mit den Login-Daten von manchen Seiten nicht klarkommen. Wenn es dann erstmal um richtig viel Geld geht und was man so liest, was alles schiefgehen kann im Umgang mit Krypto. Mhm. Wie viel Geld da plötzlich weg ist. Und dann ist keiner mehr da, der denen helfen kann. Ich habe hier, was du vorhin meintest schon, Überweisung von Binance auf eure Bitbox. Falsche Chain benutzt, ganzes Geld weg. Könnt ihr mir bitte helfen? Nein, leider nicht. Und das ist das Gute eigentlich dran. Aber gleichzeitig halt auch das Doofe. Ne? Ja. Ja. Na gut. Der Einstieg ist vor allen Dingen der härteste zur Zeit. Was kommt nach DeFi und NFT? Wofür wird die Bitbox spätestens in 5 Jahren genutzt? Welche Asset? Oh, abstrakt gesprochen. Ich glaube, nach DeFi vielleicht kommt dann. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, wie die das überhaupt ist heute. Also so, es gibt ja schon sehr viele Angriffspunkte und zentrale Flaschenhälse, auch bei alten bekannten DeFi-Protokollen. Und sei es nur irgendwie, dass alles auf Infura basiert oder dass irgendwelche Foundations halt noch ziemlich viel im Köcher haben, so an Geldern und an Pre-Mines. Ich glaube, DeFi ist noch lange nicht fertig und ich hoffe, es ist noch lange nicht fertig, weil so wie es heute ist, finde ich das noch nicht ganz so massenkompatibel. Bei NFTs muss ich sagen, da bin ich wahrscheinlich zu alt für. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Aber ich bin auch nicht der in welchen In-Games irgendwelche Schwerter kauft oder irgendwie sonstige Sachen macht. Ich bin da eher langweilig unterwegs.
Ich bin froh, wenn mich die Inflation nicht packt, wenn ich etwas habe, was ich in 20 Jahren noch haben kann. Und ja, ich denke, es geht weiter. Die Innovationskraft ist ungebrochen. 90% wird wahrscheinlich im Sand versinken, aber wenn 10% stehen bleibt, kann vielleicht mal was richtig Cooles dann auch Bestand haben. Dann komme ich mal zu Thors Lieblingsfrage. Wer oder was ist Nicolas von Saberhagen und wo wohnt er? Also ich kenne den nicht persönlich. Und wenn er ein Kunde von uns wäre, würde ich ihn auch nicht kennen, weil wir alle Bestellungen nach 30 Tagen anonymisieren. Und an einem Meetup habe ich ihn auch noch nie kennengelernt. Also ich glaube, der ist in der Anonymität, mindestens in meiner. Und vielleicht ist das ganz gut so. Ja, das klang ja schon ein bisschen im Vorgespräch an. Der Thor, sag noch was dazu zu NS, SN. Ich vertrete halt die Theorie, dass NS oder SN, Nicolas von Saberhagen oder Satoshi Nakamoto oder Nick Szabo, dass das alle drei die gleichen Personen sind. Liegt nah von den Initialen her, gibt es noch ein paar weitere Indizien. Wir werden es wahrscheinlich nie wissen, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil letztendlich das, was die beiden, sagen wir, der Nachwelt hinterlassen haben, sind ja durchaus positive Sachen, vor allen Dingen auch diese Privatsphäre-Geschichte, wo Leute, die immer sagen Privacy dazu, wobei ich eher der Meinung bin, das deutsche Wort sollte man nutzen, damit es meine Mutter auch versteht, ist ein sehr wichtiges Merkmal von Geld. Das haben wir ja bei Bargeld und das wird ja zunehmend abgeschafft werden, weil das der Überwachung im Wege steht. Absolut. Das ist auch einer meiner treibenden Motivationen. Ich glaube, heute ist ja eigentlich eh alles Geld schon digital, aber wir haben immerhin noch Bargeld. Ich bin nicht überzeugt, dass es Bargeld, so wie wir es heute kennen, in 5 oder 10 Jahren noch gibt. Und bevor dann irgendwie so eine Zentralbankenwährung kommt, die vielleicht auch eine Kryptowährung ist, aber halt so, dass sie zentrale Kontrolle ermöglicht, spätestens dann möchte ich sicher sein, dass wir eine freie, offene Opt-in, also für die, die mitmachen wollen, Alternative am Start haben, die es uns eben erlaubt, diese totale Überwachung nicht mitmachen zu müssen. Also ich glaube nicht, dass die digitalen Zentralbankwährungen Kryptowährungen werden. Weil warum soll jetzt der Staat das Monopol über die Geldschöpfung rausgeben? So, und das ist konträr. Und die als Kryptowährung zu bezeichnen, bedeutet eigentlich immer, dass die Leute nicht so richtig verstanden haben, was eine Kryptowährung ist und was eine digitale Währung ist. Es wird wahrscheinlich als Kryptowährung verkauft werden, ist dann aber... Vielleicht hat es auch homöopathische Dosen an Kryptographie drin. Ja, das vielleicht. Heißt ja noch nicht, dass es dezentralisiert ist. Das ist ja einer unserer Missionen, die wir versuchen, auch mit diesem Podcast, ich noch zusätzlich mit einem Meetup, um die Bürger bzw. uns alle gegenseitig aufzuklären, aufzuschlauen, damit vielleicht wir besser verstehen, was ist Geld, wie funktioniert es. Beziehungsweise auch, damit wir dafür einstehen, kämpfen, die Freiheit zu bewahren. Und das wird uns alle noch genug Aufwand kosten. Aber aus den Gründen, die ich vorhin schon sagte, ich bin sehr libertär eingestellt mittlerweile. Daher versuchen wir das eben auch, Bildung und Informationen ins Volk zu bekommen. Aber vielleicht lass uns, Roland, du bist ja auch Bitcoiner, vielleicht lass uns nochmal kurz die Merkmale von unserem Prof aufzählen, die er mal so losgelassen hat, was eine Kryptowährung ausmacht. Hast du sie im Kopf? Oder fallen dir ein paar an? Wir können es ja gemeinsam machen. Du sagst eins, ich sage eins. Ich habe es nicht mit einem Blitzquiz gerechnet, das ist eine Weile her. Ja, du hast dich bei der einen Frage, konntest ja nicht antworten. Gibt es jetzt eine Ersatzfrage, wo du Punkte kriegen kannst? Also was muss eine Kryptowährung sein? Fällt dir was ein auf Anhieb? Nee. Okay, global muss sie sein, global verfügbar. Sie muss neutral sein, also keiner darf ausgeschlossen werden, jeder muss mitmachen können. Sie muss zensurresistent sein. Sie muss transparent sein, wobei also nachvollziehbar im Prinzip, dass jede Transaktion nachvollziehbar ist, ist bei Monero auch gegeben, und zwar aber nur für die Beteiligten, nicht für alle. Neutral, global, transparent.
War noch irgendwas? Ach, unveränderbar. Das ist das Ergebnis auch der Blockchain und die macht ja quasi diese Unveränderbarkeit und sie muss natürlich auch leicht nachprüfbar sein für alle anderen oder auch für die Beteiligten ohne großen Aufwand. Aber das waren so im Wesentlichen die Hauptmerkmale, kann man dann, weiß ich, 5, 6 oder 7 machen, aber und bei, sagen wir mal, unveränderbar fällt ja schon jede zentrale Währung aus, weil derjenige, der über das zentrale System herrscht, kann ja die Kontostände ändern. Das ist korrekt. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Van Saberhagen zurückkommen, der ja den Grundstein für Monero gelegt hat. Und jetzt habe ich noch mal einen ganz kurzen Blick auf eure unterstützten Coins geworfen und da habt ihr leider gar keinen Privacy-Coin mit drauf, so richtig. Plant ihr da wenigstens Monero noch mit dazu zu holen oder macht das euch zu große Probleme? Kriegt ihr da am Ende Probleme, Ärger sogar mit irgendwelchen Regierungen oder sowas? Das denke ich nicht. Also da hätten wir jetzt keine Sorge. Ich muss sagen, Monero ist wahrscheinlich die Währung, die uns selber am sympathischsten wäre, jetzt noch als zusätzliche Währung. Wir versuchen aber wirklich primär auf unsere Nutzer zu hören. Da kommt kaum was, muss man sagen. Und der Aufwand, um Monero zu implementieren, ist halt enorm. Es ist halt auch kryptografisch eine wahnsinnig komplexe Währung. Und da jetzt irgendwie Monate reinzustecken für einen Coin, den wir zwar selber cool finden, aber eigentlich unsere Kunden gar nicht direkt so nachfragen, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Kommt aber immer wieder bei uns hoch. Das ist keine neue Frage. Ja. Aber es gibt halt 10.000 Sachen, die man machen sollte. Ja. Und irgendwann muss man Prioritäten setzen. Aber Shiba Inu gibt es bald, sehe ich ja. Ja, klar. Also was ist einfach als ERC20 Token oder wie? Ja. Steht hier als Coming Soon auf der Liste. Der ist drin. Ach so, okay. Ich melde mal schon mal einen Monero an Bedarf hier, ja. Damit ihr auch mal wieder eine Stimme habt. Aber ich gebe dir recht, das Problem bei Monero oder der große Vorteil ist, die machen halt alle halben Jahre einen Hardfork oder einmal im Jahr. So, und da hast du natürlich als Hardware-Wallet oder Zusatzunterstützer hast du immer Haufen Arbeit und Beschäftigung, die du nicht unbedingt immer brauchst. Gut, kann ich verstehen. Um das Ding wieder anzupassen. Vielleicht noch kurz, wo ich vorhin rausgeflogen bin, weil hier irgendwie Internetprobleme hatte, musste mein Router neu starten. Zu der Frage Hardware-Wallet, Hot Warm Cold Wallet. Ich habe da in der Tat aber eine andere Definition. Mhm. Hot Wallets sind quasi die Wallets, die Schlüsselverwaltungsdinger bei einem Drittanbieter, also auf einer Kryptobörse zum Beispiel. Ah ja, das wäre mir jetzt neu. Das ist für mich eine Custodial Wallet. Ja gut, wenn ich jetzt die Begriffe jetzt nicht so verwenden will. So, und dann Warm Wallet ist quasi die Software Wallet, wo ich halt die Schlüsselverwaltung plus das Management, das Signieren und das Kommunizieren mit dem Internet in einer Applikation auf einem Gerät habe. Das ist eine Warm Wallet. Mhm. Und eine Cold Wallet ist, da ist das diese Schlüsselverwaltung getrennt auf einem anderen Gerät, was entweder elektrisch oder gar nicht mit dieser, sagen wir mal, Transaktionsvor- und nachbereitenden Software verbunden ist. Okay. Also Hardware-Wallets wären dann Cold-Wallets oder eine Papier-Wallet wäre auch eine Cold-Wallet, eine Steel-Wallet genauso. Und alle, also Geldbörsen auf dem Handy, auf dem Desktop sind dann halt Warm-Wallets. Okay. Ist halt auch eine Definition, die, denke ich mal, relativ einfach ist. Und da jetzt mit komischen Begriffen, Custodial oder was auch immer, das heißt jetzt mal irgendwie so und in 5 Jahren heißt das bestimmt anders, möchte ich wetten. Gut, es kommt halt, ich glaube, das sind wirklich wie zwei verschiedene Dimensionen. Das eine bezeichnet wirklich, wie werden die Schlüssel aufbewahrt, also offline, online oder halt eben, warm ist für mich eher so durch Hardware geschützt, aber online. Und das zweite ist, wer bewahrt die Schlüssel auf? Bewahre ich sie selber auf? Also bin ich der Verwalter oder habe ich das outgesourced an einen Custodian, einen Verwalter? Und der kann ja auch eine Cold Wallet haben oder eine Hot Wallet, aber ich habe meine Schlüssel nicht selber, sondern die sind halt bei einem Vermögensverwalter ausgelagert. Und da not your keys, not your coins, richtig. Ist es halt schon relativ wichtig, diese Unterscheidung auch zu machen.
Und das ist ein heißes Eisen, weil ich dem halt vertrauen muss. Und dem muss ich halt vertrauen, dass der es erstens ordentlich macht und zweitens, dass er mir Zugriff drauf gewährt. Genau. Plötzlich und deswegen ist das eine heiße Kiste. Und warm und cold sind ja noch angenehmer. Wenn du halt mit dem Fuß ins heiße Wasser gehst, ist nicht so toll. Aber warmes oder kaltes Wasser ist jetzt nicht so ein Problem. Korrekt. Also für mich persönlich, wenn jemand sagt, ich besitze Bitcoin zum Beispiel, heißt das für mich, ich halte meine eigenen Schlüssel und ich habe meine Sicherheit so aufgesetzt, wie es adäquat ist, ein bisschen auf dem Handy oder in der Hot- oder Warm-Wallet, aber bitte dann nicht die Lebensersparnisse irgendwie auf einem Online-Gerät. Aber wenn ich sage, ich besitze Bitcoin, dann heißt das klar, dass ich die Schlüssel halten muss und nicht, dass sie irgendwo auf einer Börse liegen, wo ich eigentlich nur einen Schuldschein im Extremfall noch kriege, wenn die mal irgendwie hops gehen. Ja, das ist ja genauso mit unserem heutigen Geld. Ne? Das Geld, was auf einer Bank liegt, ist auch nicht deins. Du hast einen Schuldschein. Roland, ich denke, wir kommen zum Ende. Wir möchten uns recht, recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute dir die Zeit genommen hast, uns über die Bitbox und Shift Crypto aufzuklären und auch mit uns zu diskutieren. Daher auch schönen Dank und auch zu unseren Zuschauern und Zuhörern. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao.